So, moin moin und willkommen zurück. Wir verfolgen jetzt unsere gute Frau, Myra. Wir versuchen sie zu verfolgen. Und werden rauskriegen, was jetzt eigentlich mal alles hier vor sich geht. Langsam nervt es ja, ne? Wir sind irgendwie, wissen wir gar nichts. Irgendwie will die Frau nur ihre Tochter beschützen, aber so richtig geil macht sie es auch nicht. So. Wir gucken mal, wo wir links können jetzt hier, um da hinzukommen. Hochwertige Waffenteile, natürlich ganz praktisch. Frage, ob wir hier schon reingehen sollten. Machen wir jetzt einfach mal. Ich glaube, so viele Teile habe ich nicht gefunden, dass wir jetzt groß was bauen können. Warte. Da. Aber mal gucken. Schrotflinte. Das haben echt kaum richtig gute Sachen, also. Achte, brauchen wir dafür, 100 dafür. Können natürlich größer machen, aber es macht nicht so viel Sinn. Und hier haben wir eigentlich schon alles, was wir haben können. Okay, müssen wir noch ein bisschen abwarten. Vielleicht können wir ein bisschen Munition machen. Das können wir auf jeden Fall. Die habe ich aber auch nicht eingesammelt. Oh, zack. Wir speichern aber auch nochmal zwischendurch. So, wir gehen jetzt direkt hier zurück. Und dann schauen wir mal, was die gute Myra macht, so, ne? Sie scheint ja ein Früchtchen zu sein. Da gibt es ja ein paar Sachen, die wir sammeln können. Ich hoffe, es sind nicht zu viele Monster jetzt hier unterwegs. Das wird das Ganze ein bisschen schmälern. Den Spaß an der Freude. Aber ich glaube, die. Obwohl, naja, eigentlich dürften sie gar nicht mehr existieren, weil. Myra! Na klar. Okay, es werden so einige aufstehen. Gut, oben sind Pflanzen. Ich muss diese Dinger loswerden. Vielleicht schaffe ich es dann. Ja, komm schon. Ja, komm schon. Ah, komm schon, das ist doch dumm jetzt gerade gewesen. Okay. Aber weißt du was, da kill ich mich lieber. Lass mich wieder killen. Versuch's gleich nochmal. Komm, bring ihn um. Los, kill mich. Ja. Ach scheiße, wie so viele Flaschen, ey. So, dann müssen wir nochmal anfangen da, weil das war ja auch dumm. Die müssen wir anders erledigen. Komm schon. So. Ja, weiß ich, das geilste, was ich, also geilster Move von mir war es nicht, gebe ich zu. Aber wir haben sie, diese beiden zumindest gekillt. Wenn ich da jetzt sehen kann, weiß ich gar nicht. Kann es aber auch egal sein. Da drin ist auch noch was, ne? Können wir uns jetzt mal reinschleichen hier.
Zumindest gibt es hier arsch viele Sachen, wie man sieht. Das sammeln wir jetzt alles ein. Wir müssen uns auf jeden Fall Batman hier. Voll. Elektrobolzen. Rot. Da liegt noch mehr. Okay, Nagelkram. Bolzen haben wir, glaube ich, genug von. Genau. Aber weißt du, wenn hier zwei Bolzen sind, dann lass uns doch die Bolzenmaschinen mal ausprobieren. Dann öffnet sich das. Okay, okay. Gut, aber dann können wir auf jeden Fall. Hoffentlich ist sie noch in der Nähe. Auf jeden Fall die Bolzen mitnehmen hier. Das ist natürlich ganz geil mit den Bolzen, wenn die auf dem Boden liegen, dass ich direkt auch mal auf die raufballern kann. Oder rauftreten kann. So, guck mal, wir müssen alles leider durchforsten hier, weil wäre so ärgerlich, wenn wir irgendwie ein paar Sachen nicht mitnehmen, die wir auf jeden Fall gebrauchen könnten für unterwegs. Mehr sehe ich hier gar nicht, ne? Wahrscheinlich werden die ganze Zeit... Oh, hier geht's auch längs, oder? Nee. Wahrscheinlich werden die ganze Zeit irgendwelche Viecher auftauchen, die uns immer den Weg versperren, so ein bisschen. Myra! Hör auf! Oh, jetzt macht sie doch wieder was davor, pass auf. Oder sie macht so einen Scheiß. Was auch ein bisschen uncool ist. Oh, verdammt! Noch mehr? Dafür habe ich keine Zeit. Da hinten lese ich Munition liegen. Ich hole die mal schnell. Okay. Die Bolzen sind gar nicht so schlecht. Kurz. Jetzt nicht viele da rumlaufen. Die Hilfe kommt aber auch. Okay, das hört sich nicht gesund an. So ein ewiges Viech drin. Kann gut sein, ne? Ich weiß gar nicht, wo die sind jetzt, die beiden. Da steht einer, okay. Da steht noch einer, oh, ganz schön viele hier. Da steht der andere jetzt da hinten, okay. Wir müssen überlegen, wie wir die killen. Ungern Munition verschwenden.
Was da hinten, ne? Muss mal warten. Okay. Dann höre ich irgendwie Geräusche von diesem, ekligen Viech irgendwie, glaube ich. Denke ich, bilde ich mir das auch nur ein. So, Schrotmunition aber auch. Ja, darüber das Dach gehen können. Hier, aber hier sind auch noch ein paar Sachen. Harpunenbolzen. Okay, haben wir jetzt genug von. Wie hier? Nur eine Flasche und hier hinten noch irgendwas? Nee. Okay. Da ist sie. Na, guck mal. Rufst du noch mal nach ihr, damit noch mehr Gegner kommen. Okay. Oh Gott. Was für ein Riesenviech. Es gibt noch mehr Bolzen hier. Okay, Strom vielleicht nicht so geil bei ihm. Das Vieh brennt jetzt ein bisschen. Oh. Ding ist auch einer der Kleinen, ne? Okay, das klappt nicht so gut. Ja, jetzt aber. War's das?
Okay, das war's. Okay. Aber das war ein letztes Viech. Und wir haben ordentlich. Und wir haben, auch noch wir haben auch ordentlich was verloren hier. Mal gucken, wie viel wir einsammeln können bei dem. 10.000. Das ist eine schöne, stattliche Summe. Mal kurz gucken, ob wir hier noch irgendwas finden. Ja, nichts übersehen hier, ne? Geil, hier ist nichts drin. Aber da liegt auch noch was. Schrotmünzen ist voll? Krass. Okay, man hätte hier auch nochmal Feuer schießen, Feuer lagern können, würde ich gerade sagen. Aber naja. Brauchen wir nicht. So, geht's mal rund hier oder was? Wohin gehst du? Du wirst Lili nicht wehtun. Hab ich auch gar nicht vor. Wehtun? Niemals. Ich liebe sie. Deine Liebe kann sie nicht beschützen. Das kann nur ich. Ich sagte, verschwinde. Na? Oh. Okay. Scheiße, was macht sie denn da? Oh, komm schon, Sebastian, nicht da runter ins Loch. Also wie eine Leiter. Jetzt nicht mehr. Hat ein bisschen was von Ninja Warrior. Alter, was passiert da? Krasse Scheiß. Sie darf Lily nicht kriegen. Ich kann mich kaum bewegen. Sieht aus wie so ein Endszenario, ne? Ist das unser Haus? Das kann sein. Ich kann es kaum erkennen durch dieses ganze Dune-Wüstentempel. Ich muss weiter. Na komm, jetzt ist auch wieder Kapitel 16. Jetzt ist auch schon wieder ein bisschen fitter, ne? So, können wir hier noch was einsammeln? Wollen die unvorbereitet irgendwo reingehen, ne? Mach die auf den Weg nach Hause. Na klar, ganz easy. Ich glaube, hier findet man nichts mehr. Alter, das ist jetzt hier am Ende hin beim Spiel, weiß ich nicht, warum das verhakt. So richtig schreckliche Knistergeräusche, das nervt komplett. Wie es mitbekommt, oder ist das nur bei mir hier? Kann ja nicht sein.
Esmeralda ist in Juniors und wartet auf Anweisungen. Gehen wir, Myra. Es wird Zeit. Bist du dir sicher, Myra? Sobald du so kämpfst, kannst du nicht mehr. Ich weiß, aber wenn ich es nicht tue, spüren sie Lily auf und bringen sie wieder zurück. Das kann ich nicht zulassen. Versprich mir nur, Lily zu Sebastian zu bringen, wenn alles vorbei ist. Versprochen, Myra. Dann heißt es jetzt. Lebe wohl. Myra hatte vor, zum Kern zu werden? Warum? Warum nicht? Da ist sie! Schnell! Theodor! Was tun Sie da? Dachten Sie wirklich, ich lasse zu, dass Sie Mobius vernichten? Sie besitzen keinen Weitblick, sind aber viel zu wichtig für mich. Wenn ich Sie kontrolliere, wenn ich Sam kontrolliere, werden Sie Ihr volles Potenzial entfalten. Jetzt geben Sie sie mir. Nur über meine Leiche. Wenn das Ihr Wunsch ist. Okay. Da ist es passiert. Als alles begann zusammenzubrechen. Die können wir schon mal sammeln noch. Moin. Bin gekommen, um zu bleiben. So. Okay, wir müssen ein bisschen unsere Fähigkeiten verändern. Ein bisschen was haben wir ja noch. Lass uns das mal machen. Wie kann ich Ihnen helfen, Detektiv? Hiermit. So. Nee, warte mal. Lass mal anders machen. Der Kampf vielleicht noch ein bisschen besser machen? Mehr Schaden ist natürlich ganz geil. Das machen wir jetzt einfach mal. ...50.000 haben wir natürlich nicht. Bei der List... ...kostet 7.000. Machen wir alle mal. Das Ding war aufgefüllt hier. Bei der Heilung können wir vielleicht auch noch ein bisschen was reißen. Mehr können wir glaube ich nicht machen, ne? Ausdauer machen wir schon höher. Okay. Gut. Wir haben noch einiges erreicht. So ein bisschen an den Waffen rumarbeiten. Beziehungsweise Munition basteln. Waffenverbesserung, sind wir 240 Teile. Auch nicht. Warte mal, können wir nochmal bei der Waffe was besser machen hier? Und die Feuerkraft da unten, ne? Passt nicht mal bei uns. Ist wieder Schrot. So, das war's. Ach, warte, Munition können wir noch herstellen. Rot haben wir voll. Also hier können wir auch noch ein bisschen was machen. Mal 10 Schuss. Den brauchen wir eigentlich nichts machen, aber hier können wir was machen. Wohl brauchen wir Feuer. Ich glaube, das ist irgendwie überbewertet. Dann lieber hier noch einen Schuss.
Hier noch zwei. Und hier noch ein. Ja, hier können wir drüben noch was bauen. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Besser geht's noch nicht. So. Speichern wir nochmal. Und dann geht's nochmal zurück on the street. So, hier geht's ja gar nicht. Müssen wir da hinten durch, ne? Ja, dann geht's zurück. Laufen wir weiter Richtung unser Haus. Ich weiß nicht, warum das so zackt. Ich kann es echt nicht nachvollziehen. Ich habe nichts geändert hier an irgendwelchen Einstellungen oder so. Muss ich mal beobachten. Da passiert noch irgendwas. Lauf, Lili. Versteck dich. Ich finde dich. Was zum Teufel tun Sie da, Myra? Ich beschütze meine Tochter. Sinnerin, die Macht, die sie besitzt. Sie verstehen es nicht. Nein, sie verstehen nicht, was ich tun werde, um sie zu beschützen. Verdammt, Myra. Sie können nicht weglaufen. Ich finde sie. Du hast es geschafft. Du hast sie beschützt. Aber jetzt bringst du sie in Gefahr. Warum macht sie das jetzt, die Frage? Warum bringt sie sie in Gefahr? Warum bekämpfst du mich, Myra? Du verstehst es nicht. Das ist unser neues Zuhause. Lily wird hier sicher sein. Glücklich. Frei von Angst. Frei von Schmerz. Nein, Myra. Das ist nicht real. Schmerz gehört zum Leben. Und Liebe auch. Wenn sie hier drin bleibt, ist ihr Leben nicht frei von Angst. Weil sie nämlich überhaupt kein Leben hat. Du verstehst es nicht, was sie ihr angetan haben. Ich kann sie beschützen. Nein, bitte. Lass sie uns hier rausbringen, und zwar gemeinsam. Wir können wieder eine Familie sein. Nein, ich lasse nicht zu, dass sie mir jemand wegnimmt. Okay. Bitte, Myra. Wir haben noch Zeit. Verschwinden wir von hier. Ich werde Lily nicht hier lassen. Bitte. Wer das versucht, wird sterben. Zwing mich nicht dazu. Oh, Headshot. Oder auch nicht. Steckt denn da noch drin? Ja.
Fuck. Scheint etwas größer zu sein. Okay. Wow. Sieht aus wie mein Halbbruder. Oh Gott. Nein, ist viel hübscher. Also der hier. Du wirst auch ihr wehtun. Das lasse ich nicht zu. Verdammt, Myra, hör auf! Denk nach, was du da... Alter, wieso ist der Ton so beschissen? Ich war direkt vor deinen Augen. Oh. Alter, der Ton schlecht hier. Verdammt, keine Munition mehr. Du kriegst, was du verdienst. Oh, fällt. Okay. Zumindest ein bisschen kaputt ist sie. Oh. Hier los. Achso. Warte mal. Du kannst mich nicht aufhalten. Bitte, Myra. Ich weiß, du bist noch da drin. Du musst. Okay, jetzt habe ich keinen Schuss mehr. Wenn wir hier irgendwie sowas nehmen. Nein, ich gebe nicht auf. Oh shit. Oh, schon mal einen Arm ab. Hier los. Okay. Du kannst mir nicht entkommen. Das ist das Steuerkreuz, warte mal. Alter, was ist denn los mit der? Tun.
Das ist natürlich ein Viecher. So, warte mal. Was ich hier eingesammelt habe, ein bisschen was können wir noch machen hier noch. Ach, komm schon. Alter. Ich gebe nicht auf. Da hast du noch einen. Der andere Arm auch mal abgefallen sein. So. Eine Schrotflinte. Was ich jetzt doch groß machen kann. Ich meine, ich dezimiere die immer mehr und mehr, aber... Da, da hinten. Verzeih mir, Myra. Warte mal, kann ich glaube besser hier mit schießen? Ach, shit. Kann ich noch ein Leben machen? Kann ich noch ein bisschen Leben? Was ich getan habe. Ja, noch ein Headshot. Das muss es gewesen sein. Ich meine, du ballerst deiner eigenen Frau nicht jeden Tag durch die Gesicht, würde ich sagen. Also du heißt Kuchen-TV, da machst du es wahrscheinlich. Das ist ein gigantischer Fleischberg. Mit dahin, würde ich sagen. Okay. Sieht ziemlich cool aus eigentlich. Meine Frau ist angespült. Nee, ne? Das wäre jetzt auch ein bisschen Quatsch, oder? Wahrscheinlich sagst du noch zwei letzte Worte. Sebastian. Ich dachte, du nimmst ein bisschen so hoch, sagst du, Myra. So, jetzt holen wir dein Töchterchen. Da holt jetzt nur den Arm raus da.
Hat sie gerade aus irgendeiner Flüssigkeit rausgeholt, die ist komplett clean. Ihre ganzen Klamotten sind clean. Myra. Bitte. Es tut mir so leid. Ich wollte nicht. Nein. Ich hatte keine Kontrolle. Du hast das Richtige getan. Danke. Ich bin so froh, dass du lebst. Du musst Lily nehmen. Bring sie hier raus. Aber gerne doch. Ich bringe uns alle hier raus. Komm. Es ist zu weit. Lass mich. Hol einfach Lily. Geh schon. Nein, ich verlasse dich nicht nochmal. Du musst. Geh. Ich komme nach. Wir treffen uns dort. Lily braucht dich. Es tut mir leid, dass das so asynchron ist mit dem, also gerade die Tonspur von dem Spiel. Weil irgendwie nervt das schon, auch bei den Schüssen, ne? Das hat mich schon genervt. Das Problem ist bloß, das Ganze nochmal zu spielen, macht ja auch keinen Sinn. Jetzt sind wir zum Haus, Kapitel 17, aber trotzdem machen wir ein Päuschen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!